Entschuldigung. So, wir sind wieder im Motel. Mittwoch, 15.15 Uhr. 50,95, heißt das Millimeter? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was Millimeter bedeutet. Naja gut, müssen wir mal gucken. Ist das die Frau, die da vorhin angegriffen worden ist im Traum? Ja, das ist sie. Die ist jetzt auch an dem Motel. Okay. Die Pingeling. Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Bah, so ein schmieriger Lappen, Alter. Eklig, wie der Kaugummi-Code soll den Mund zu machen. Madison Page, 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock. Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. So, 300, was war das? 300 und... Ne, 201 war das, ne? Zimmer 201. Gucken wir mal. Ich finde das geil, dass man hier auch wieder so abwechselnd so Charaktere spielt, so verschiedene Charaktere, das ist so geil. Hallo, steh mir mal im Weg. Mein Gott. So, eine Etage müssen wir noch. Ich glaube, hier müsste das irgendwo sein. 201, ne? 209, wenn ich das richtig sehe. 211, dann ist es andere Richtung. Hier werden die Zahlen nämlich höher. Ja, hier ist kalt. Kann ich verstehen. Das 200, ne, das 207. 205. Was ist das denn? Ist das... Hallo? Ach, das ist er. Oh Gott. Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Da helfen wir doch gerne. Nach dem, was er da gerade erlebt hat. 205, 207 ist hier. Haben Sie den Schlüssel? Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Er will nicht ins Krankenhaus? Warum? Das geht mich nichts an. Ich lasse ihn da und sage an der Rezeption Bescheid. Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben.
aber es tut sau weh. So eine gebrochene Rippe tut weh, ja. Mit Sicherheit. Die Wunde sieht schlimm aus. Gibt's denn irgendwie im... Warte mal. Verbandszeug oder so? Ah, Medizin haben wir da auch. Was haben wir da oben? Was ist das? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Yep. Gib mal ihnen jetzt die Flasche über die Birne oder wie machen wir das? Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Gut, 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 gut. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Schmerzmittel haben oder so. Was ist das hier? Paracomol-Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Das ist super. Hat sie noch Gedanken? Nee, hat sie nicht. Okay. Wollen wir mal. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ist mir egal. Ich kann es nicht leisten zu warten. Genau. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Sie will ihm helfen beim Duschen? Mhm, na, bahnt sich da was an? Sich da was anbahnt? Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Neugierig ist sie auf jeden Fall, ne? Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Will ich Fremde verarzten? Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie hätte die Origami-Figur gefunden. Der hat natürlich jetzt eine Vermutung. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Das werden wir. Hallo Jerome, willkommen zum Live-Let's Play. So, jetzt spielen wir wieder ihn. Na, gucken wir mal, was unsere zweite Aufgabe. Die erste Aufgabe war ja schon sehr spannend. Ich bin gespannt, was Aufgabe 2 ist. Nein, ach. Schauen wir mal. So. Gucken wir mal. Ah, ja. Eine Insel. Ah, jetzt, ja. Sieht aus wie ein Geldschein, oder?
Sind Sie bereit zu leihen, um Ihren Sohn zu retten? So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Das ging jetzt so schnell. Kann ich das nochmal lesen? Das ging jetzt verdammt schnell. Der sieht so ein bisschen aus wie der G-Man, ne? Von Half-Life, muss ich sagen. So, wenn er so geradeaus in die Kamera guckt. Mittwoch, 16.26 Uhr, 52,68 Millimeter. Ich denke mal, dass es Millimeterangaben sind, ich weiß es nicht. War es das erste Mal? Wie? Das erste Mal einen erschossen? Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Ich will mich gar nicht erst dran gewöhnen. Das ist er. Na dann, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Na toll, super. Scheiße, geht ja schon gut los. Oh Gott. Oh Gott, schon wieder Quicktime, ey. Oh Gott. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Gott. Uah, was? Alter, uah. Abbiegen. Sportlich, der Mann. Muss man ihm ja lassen, ne? Sportlich ist er ja. Da haben wir ihn doch schon, oder? Nein, noch nicht. Oh Gott. Nein, drück doch. Oh Gott. Achso, ich muss den Wechsel drücken. Ich wusste es nicht. Scheiße. Nein. Ich hasse diese verdammten Hühner. Ja, ist doch gut. Nimm doch das scheiß Huhn weg. Wo ist er hin? Ich werde dich finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hier stinkt's nach Fleisch. Kein Ort für Vegetarier. Oder Vegeterroristen. Eine Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Wo zur Hölle ist Blake? Na los, zeig deine hässliche Visage. Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe hier gar nichts. Scheiße, wollt die Gedanken noch weiterlesen? Der flieht nicht. Ich kriege den Scheißkar. Okay, das war's. Gott. Und schon wieder nach gut zwei Stunden ist die Streamqualität schon wieder nach, gerade so ein bisschen zumindest. Ich hoffe, das pendelt sich wieder ein. Aua, Alter! Yeah, genau. Ah, oh Gott. Schon wieder Quicktime. Lass das, hab ich dir gesagt. Lass das. Lass das, Mann.
Bing, ein auf die Birne. Da gibt's einen auf die 12. So. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Na, ob das so einfach ist, ich bin gespannt, ob das wirklich der ist. Ob das der ist? Das wäre ja einfach. Da wäre das Spiel ja jetzt vorbei. Mittwoch, 19.28 Uhr, 57 Millimeter. Weiß nicht, sind es Millimeterangaben? Ich weiß es gar nicht. Kampfgeeks, hallo. Willkommen zum Live-Let's Play. Etwas müde. Na, bist du wohl... Ah ja. Unsere Knarre. Sehr schön. So. Was haben wir da? Ich glaube, wir waren mal Cop, kann das sein? Gibst du, du bist der Killer Flexi? Ja, auf jeden Fall. Ich definitiv. Nein, ich würde mich niemals an Kinder vergreifen. Sowas mache ich nicht. So. Dann gucken wir nochmal, was haben wir da unten drin? Gegen die Schublade. Lecker, 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 lecker. Ah, das kann ich gut gebrauchen. Ah. Ja. Nom, 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 nom. So. Ja, was haben wir denn noch da? Haben wir da sonst, warte mal, da die Lampe vielleicht mal anmachen? Da wir ein bisschen Licht haben. Das wertet jetzt unheimlich den Raum auch auf, muss ich sagen. So. Was haben wir hier? Parken. Die wir durchblättern. Überdrüssige Arbeit. Immer nur das Gleiche. Die Akten durchblättern. Ich komme überhaupt nicht vorwärts hier. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Bei den Fällen muss es doch irgendwas geben, was zusammenhängt ist. In den Akten steht auch nichts. Alles überflüssiges Zeug. Nein, auch nicht. Vielleicht gehe ich mal in die Küche. Schau mal in den Kühlschrank. Vielleicht gibt es da ein paar Informationen über den Killer. Ein paar Eier. Ein Sandwich. Und ich glaube ein Bier. Ja, das trinken wir mal. Oder beziehungsweise Tomatensaft. Boah, lecker. Schon wieder das Essensthema. Wenn ich schon wieder daran denke, kriege ich schon wieder Hunger. Wenn ich den Kühlschrank gesehen habe. Aha, ein Glas. Was wir aber nicht brauchen. So, was haben wir sonst noch hier? Können wir in die Zeitung gucken? Origami Killer strikes again. Das kennen wir ja. Naja. Immer wieder dieselbe Leier. Ich komme einfach nicht vorwärts mit dem Fall. Egal was ich tue. Ich war ein guter Cop. Ein sehr guter Cop. Bis zu den einem Tag. Tja, er schlägt überall zu. Das Gebiet ist zu groß, um es einzukreisen. Vielleicht sollte ich ein Navi benutzen. Entschuldigung. Es regnet wie aus Strömen. Wir haben nicht viel Zeit.